Ich guck dir zu, wie du das Saatding erreichst. Spoiler, lauf da nicht rechts runter. Aber das Gute ist, es sollten ja keine Gegner kommen, solange wir nicht das Checkpoint-Ding angrabbeln. Weiß doch aber gar nicht mehr, wo das war. Und hier sind wir gar nicht lang gelaufen. Das müsste doch, oder nicht? Na, also bei mir ist die Karte hier noch grau. Okay. Na, dann gehe ich da mal jetzt nicht lang. Hm. Och, Mario. Ja, sorry. Ich wollte halt auch mal irgendwo runterspringen. Mist, Mann. Ich wette, wenn ich Space gedrückt hätte rechtzeitig, dann wäre ich drüber gekommen. Aber gut zu wissen, dass man überall runterfallen kann. Ja, gut zu wissen. Ja, habe ich für die Wissenschaft getan. Ich glaube, ich muss eher nach rechts darum, ne? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wippt die Kamera auch so, wenn ich selber laufe? Ich weiß es gar nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber bei dir ist es sehr wippig. Baum, 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 baum. Ist bestimmt gut für all die, So. die eh schon Probleme haben, so wackelige Sachen zu gucken auf YouTube. Ja. Es müsste ja der sein, ne? Ja. Ich hab's gefunden. So, danke schön, dass du mich Gerne. hergebracht hast. Sie kommen. Ja. Sie kommen. Du wolltest bloß nicht laufen. Ja. Schuhe sind teuer. So, können wir hier eigentlich irgendwas machen? Wo ich mich halt noch gar nicht reingefuchst habe, sind hier diese Scherben und so ein Kram. Ist halt die Frage, ob das vielleicht cooler ist, wenn ich diesen anderen Skill anmache. Aber dann bin ich halt nur nahkampfmäßig stärker. Naja, ich würde das mit dem Hund halt lassen, so wie es ist mit dem Heilen und dem Buff. Ja. Also ich würde dann mal anfangen, oder? Okay. Würde ich sagen, wir hauen halt drauf, bis halt was Großes kommt. Also killen logischerweise ist Kleinzeug, aber hauen halt drauf, bis was Großes kommt. Da ist so ein Gender-Ding. Ja, ich Ist bin der. hier gerade mit den Kleinen schon Das passt nicht. überfordert, ehrlich gesagt. Müsste aber alles mehr oder weniger dead sein. Warum kann ich jetzt die Dings von meinem Hund nicht benutzen? Weiß ich nicht. Vielleicht weil du in der Nahkampfanimation bist? Nee, auch davor schon nicht. Okay. Was Großes kommt? Ja. Hinter dir? Da ist es. Okay, der eine ist weg. Uah, hinter mir ist Shit. Davon kann ich nichts mehr tragen. Noch einer da oben. Kann man eigentlich Sachen markieren? Nee, ne? Weiß ich nicht. Also ich kann es nur mit dem Hund Passt nicht. tatsächlich. Ah, mit G. Mit was? Mit G. G, okay. Alles in Ordnung bei euch? Okay. Dickerle irgendwo. Großes, hässliches Monster, Naja, wahrscheinlich erstmal wieder ganz viele kleine, oder? nee, wirklich Dickerle. Okay. Aber. Wow, es ist wieder Quicktime-Time. Ja. Wo ist er denn? Oh Weiß ich Gott, er gerade ist nicht. weg! Ah,
Kein Platz mehr. Holen wir sie uns. Mir, geh weg, nein. Scheiße. Danke. Alter, was ist denn? Tot. Schon wieder. Ja. Das war jetzt richtig unfair. Aua. Der hat aber auch Autschi, Dautschi, Kids, Mann. Nein, jetzt hau ihn doch. Boah, Turtlekind. Warte. Oh, das ist nicht gut. Gott. Nein, 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 mach's nicht. Ah, man kann dem ausweichen, okay. Mach doch hier, hopp. Du bist dead, dead, oder was? Ja. Och man. Soll ich es probieren, oder? Wow. Ja, probier. Na. Es ist halt irritierend, dass deine Lebensleiste ist, aber dass die einem nichts bringt. Aber es ist dein Doggo. Mm. Ich habe halt nur noch einen hier, ne? Schade, dass der Hund nicht auch auf deine Befehle jetzt reagiert. Hm. Aber wenigstens kriegst du noch den passiven Heal ab. Sind die jetzt eigentlich hier auch schon Gegner wieder, oder? Davon habe ich genug. Oh ja, okay, cool. Ja, wo ist es denn? Okay, da ist es. Toll. Darf ich scheinen von hier nicht, schade. Achtung! Hier flattert doch noch was. Mhm. Ich höre doch noch irgendwas. Aber ich sehe es nicht. Am besten einfach durchprügeln dann und dann zum Checkpoint. Hm. Guck mal, der Hund ist dir ein besserer Gefährte als ich. Das kann man so nicht sagen. Er hält dir wenigstens ein paar Ads vom Leib. Das stimmt allerdings, das ist wirklich cool. Na komm schon. Ich mache aber auch fette Crits an den mit 400 irgendwas teilweise. Das sehe ich halt leider nicht, aber ja. 476. Ich sehe die Leiste halt. Ja. Amulett erhalten, heiliges Ei. Okay, aber was? Hast du das den Dings auch, den Skill ja. Da? Okay, dann hole ich dich mal wieder. Na, du hättest ruhig doch das Ding da aufheben können. Hä, hey, was denn? Was war da? Na, da lag doch in der Mitte noch was, oder? Hoffentlich ist es noch da. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Ja, ja. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Toll. Ich glaube aber, dass das tatsächlich was ist, was wir jetzt zu Wallace zurückbringen können. Ach so, das war das Item, was du hier aufgehoben hattest, ne? War da vorher schon so? Ja. Ach so, das habe ich dann schon aufgehoben, ja. Hier war aber irgendwo noch so eine komische Tür. Hier ist dieses Altar-Ding, wo wir aber nichts machen können. Ich hatte aber irgendwo beim Rumlaufen eine Tür gesehen. Okay. Also das Einzige, was ich wie gesagt noch weiß... Ach so, das Altar-Ding hast du ja schon jetzt auf dem Schirm gehabt. Hm. Wo ist denn das Ei? Das sehen wir hier gar nicht. Ah, das war ja eine Dingsbums. Hm. Da ist die Tür. Warte kurz. Aber es scheint einfach nur ein Shortcut zu sein in die hier rüber dann, aber das kriegen wir von hier gar nicht auf. Ist ja belastend.
Da hätten wir, glaube ich, hier dann... Dieses Schlangen... Ne, warte. Dieses... doch, das Schlangenamulett ist eigentlich voll cool. Ah, siehst du, da habe ich gar nicht geguckt. Erhalte 10% Fern- und Nahkampfschaden. Oder doppelt, wenn du... Also halt 20% oder 30%, wenn sie dich nicht angucken. Ja, ist echt nicht schlecht. Aber halt das Räuchergefäß, was wir hatten, ist halt auch nice. Mit den 50% höherer Moddauer. Aber halt eigentlich nur für das Heal-Teil, weil das dann halt länger liegen bleibt. Hm. Ja, aber hier die Tür meinte ich, aber die kriegt man, glaube ich, von der anderen Seite auf. Ah. Na gut. Also gehen wir jetzt wieder zurück zu dem anderen Durchgang da, oder was? Wir können mal ganz kurz in die Stadt porten. Okay. Ich würde nämlich gerne nochmal zu Wallace. Na gut. Ich rede halt gerne mit ihm, okay? Ja, ich merke schon. Alle 3 Minuten einfach, können wir bitte zu Wallace zurück? Er hat mich schon lange nicht mehr gesehen. Wally, Wally. Ihr wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Hab ich alles gesehen. Ja, ihm Sachen zu erzählen, ist halt richtig langweilig eigentlich für ihn, ne? Der weiß doch alles schon. Aber er sieht ja nur die Dinge, die die Saat sieht. Ist bestimmt eigentlich voll der Spion. Ja. No. Hey, warte, jetzt bin ich so hoch. Oh, jetzt ist mir das passiert, was du da... Ich helfe, aber es ist die Rolle, die ich spielen muss. Aber komisch, er hat gar nicht... Oder weil ich jetzt genug Geld habe, um es zu holen. Ich glaube, es geht da nur ums Geld. Okay. Ich hole mir mal diesen Stab, ja? Den Hermes-Stab. Ja. Oh. Wo ist denn dieses Ding? Tatsächlich, man kann damit seine Dinge wechseln. Der Regenerator. Wäre das was für eine Mod gewesen? Nein, was meinst du, dieses Ei? Ja. Das ist eine Kette. Oh. Und das andere, was wir bekommen hatten? Was meinst du? Haben wir nicht 2 Sachen von dem bekommen? Na, das andere war doch so eine... Das andere war doch eine Eigenschaft, oder? Ah, ja, ja, Blutsbande. Genau. Ja. Entschuldigung. Habe ich jetzt eigentlich auch die Rüstung von dem anderen? Nee, habe ich nicht. Ist ja gemein. Das ist ja gemein. Dass man halt einfach die ganze Zeit pleite ist, ist schon scheiße. Ja. Also theoretisch könnte ich jetzt auch Heiler spielen. Aber ich habe halt die Sachen nicht von der Klasse, sondern halt nur die Skills. Na gut, aber die Sachen haben ja nicht wirklich einen großen Boni oder so. Naja, sie haben halt schon andere Werte, aber... Bist du jetzt halt ein Paladin? Mit der Rüstung, meinst du? Ich habe extra die andere angezogen, ja. Sieht schon krass aus. Mit der Rüstung? Allerdings ist halt jetzt die Frage... Ja, ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht. Meinst du? Ich probier es halt aus. Hm.
Nach der Wiederherstellung von insgesamt 350 Gesundheit bei Verbündeten erhalten diese eine verbrauchte Reliktaufladung zurück. Eine verbrauchte? Der Doktor kanalisiert Heilungsenergie in seine Faust und schlägt ein Loch in den Boden, um so eine Heilungsquelle in dem Radius von 3 Metern zu schaffen, die 10,7 Gesundheit pro Sekunde wiederherstellt und die Abbaurate von Leidenszuständen enorm erhöht. Okay. Also das hier halt. Aber es ist halt keine große Range. Aber das ist das aus dem ersten Teil, ne? Ja, wobei das im ersten ein bisschen breiter war, ja. Aber ja, theoretisch schon. Nee. Es war genauso klein. Aber egal. Ich probiere es einfach mal. Klingt, als würde man dann Stöpsel ziehen. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ja. Dann bin ich jetzt halt Paladin. Und habe halt keine coolen Schockwellen mehr und so. Ja, wobei doch, die auf der Waffe ist ja noch da. Aber von ihm müsste ja dann dieses Heilgeschoss sein, theoretisch. Ich muss gestehen, deine komische Schockwelle fand ich eh seltsam. Welche meinst du jetzt? Die mit dem Schuss oder die mit dem auf dem Boden? Naja, eine von beiden halt. Ich weiß halt nicht, ob ich uns jetzt handicappe, weil ich war ja schon Level 6 mit der anderen Klasse. Ist halt auch die Frage, ob es einem was bringt, wenn man da irgendwie Level 10 wird oder so, weißt du? Dass man irgendwas freischaltet, was einem für die anderen auch was bringt. Bin ich jetzt hin und her gerissen, ne? Ja, komm, ich probier's einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ich glaub schon. Jetzt krieg ich halt mehr auf die Fräse. Da hinten ist Lila des Krams. Oh. Oh. Achtung, Flieger unterwegs! Was ist das Lila da hinten? Weiß ich nicht. Lass doch mal hingehen. Mal drauf schießen. Ah, es kommt zu mir geflogen dann. Oh mein Gott! Blutmondessenz, lol. Ist ja witzig. Luffy. Haben wir das einfach die ganze Zeit übersehen oder kam das jetzt? Nee, die lilanen Sachen also, haben wir noch nie übersehen. Also das hätte ich ja wohl gesehen. Nein, ich meine, ja. Das hätte jeder gesehen, oder nicht? Die sind ja schon recht auffällig. Bing. Wenn wir jetzt hier zurücksetzen und wieder herkommen, sind die dann wieder da? Aber ich will eigentlich nicht die ganze Zeit zurücksetzen. Nee, nee. Aber rein theoretisch, weil die braucht man ja für diese Altäre da. Altare oder Altäre? Er ist schon wieder so ein Typ. So ein... Wo denn? Hier bei mir. Ja, nach links von dir aus. Da kommen noch Flugviecher. Oh, und normale Gegner. Aua. Das steht doch mal. Verdammter Mist. Oh, ich habe jetzt halt das Wiederbeleben nicht mehr an. Oh, oh. Wie viele auf einmal kommen? Das ist, sind die, die... Oh Gott, da ist noch was Dickes. Ich glaube, das ist durch den Dude, dass er die vielleicht beschwört oder so. Oh, das kann sein. Vielleicht müsste man dann aber eher auf ihn schießen, dass er nicht so viele beschwören kann. Ja. Ich weiß halt nie, wo er ist. Ich höre den doch immer noch, oder nicht?
wiederhole. Ja, irgendwas höre ich. Ja, ist er doch. Sie kommen. Dort. Immer draufhalten. Das ist doch so ein Dicker. Das ist einfach... Scheiße. Achtung, Flieger unterwegs. Boom, er macht seinen Kram. Bei mir ist Heal. Ah, er ist dead. Okay, also, das ist einfach nur so ein komisches Vieh. Glückvieh. Und noch Gobos. Hinter dir, ja. Und irgendwas Dickes? Ja, zwei Dicke. Ich glaube, Flug? Nee. Doch, Flug. Aua. Du kleine Scheißerle. Ich hab doch gerade eben noch so eine lilane Murmel gesehen. Hier. Kann es sein, dass mit Reliktaufladung vielleicht einfach gemeint ist, dass sein Drachenherz sich dann wiederherstellt um einen Punkt? Ja, so hätte ich das ja verstanden, aber du hast ja vorgelesen, ein verbrauchtes Drachenherz, ja, ja. Also ein verbrauchte Dingens. Hm. Das heißt, wenn du halt einen Heal verbraucht hast, kriegst du wahrscheinlich einen Heal wiederhergestellt. Ach so. Aber Gebietswechsel und so, also ich habe ja jetzt eine Zusatzleiste, aber die geht wahrscheinlich dann weg, wenn ich das Gebiet wechsle oder so. Okay. Wo müssen wir eigentlich hin? Achso, wollen ja, wir so in die Tür rechts dann? Ja, dachte ich. Okay. Ich wollte halt nur gucken, weil ich hatte eben während des Kampfes irgendwo eine lila Murmel gesehen, aber jetzt weiß ich nicht mehr wo. Okay. Ich weiß halt nicht mehr, was man überhaupt... Sollen wir mal kurz gucken, solange wir noch in der Nähe sind, wie viel die Sachen kosten da, oder ist egal? Ich glaube, 10 Stück brauchte man für das eine. Ah, okay. Ja, dann ist es eh ein bisschen... Und da brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht gucken, weil wir haben, glaube ich, 4. So in dem Dreh, ja. 4 oder 6. Mist, sie haben uns gesehen! Ah, wir müssen Gegner. Ja. Weiter so! Und Dicker. Wurzler. Und Flug. Aua. Aua. Er hat mich selber aus seinem Ding gehauen. Mann, was willst du denn von mir? Du stinkst so nach... Dass man da immer sofort tot ist, verstehe ich nicht. Lebt noch, oder? Ja. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, das hat wirklich Mobbing. Vor allem noch 2 Bosse, ey. Also halt so Mini-Dinger. Vor allem, weißt du, ich hatte ja noch alle meine Drachenherz-Aufladungen. Warum bin ich dann sofort tot? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Ich hätte gern so einen Schmetterling als Begleiter, ey, ohne Scheiß. Zum Glück ist das vorbei. Tja, Tiffy, wie heben wir es jetzt auf, ha? Komm, wir machen hier mal ein Loch im Boden. Ja, lasst mich einfach. Es wäre cool, wenn es gehen würde. Lasst mich einfach liegen, ist schon okay. Lauft weiter, geht ohne mich. Ich bin euch nur eine Last am Bein. Lebe. Hallo. Hast du mal den Defibrillator ausgepackt? Okay, warte. Alter. Lebe! Da haut sogar der Hund ab. Ja, weil es ihm
wegboostet. Naja, gut, dann gehe ich mal zurück zum... Jetzt sind wir kurz vor der Tür gewesen. Ja, aber ich gehe davon aus, dass dahinter es einfach weitergeht. Da wird kein Boss kommen. Ja, soll ich mal reingehen? Ja, wäre schon schön, weil dahinter ist bestimmt ein Dings. Okay. Und deswegen sind wir doch hergekommen. Und jetzt richtig krass fetter Bossfight. Ja, schon. Ja, ich mach das schon, kein Problem. Hast du den Hund an deiner Seite? Ja, und Heal und überhaupt. Der Heal ist schon sehr stark. Mm. Also der reckt schon hart gegen. So. Jacques Point. Oh, da komme ich wieder ins Leben geschallert. Na. Ja. Das ist noch von der Schockwelle. Wahrscheinlich, ja. Aber man fällt ja dann wirklich immer so einfach aus dem Stein raus. Hm. Ja, das sieht aus wie das, wo wir schon mal waren. Ja, aber wenn du die Karte aufmachst, dann... Kann es sein, dass es das war, wo wir bei dir als erstes waren? Nee. Kaiserliche Gärten, okay. Aber Stufe 6 anscheinend. Schon heftig. Okay, ja, ja, cool. Hier ist so ein Dude. Ein Phantom-Dude. Jetzt ist er da oben. Okay. Okay. Und wieder die Flugfischer. Ja, nice. Was ist denn die rote Kugel da? Das ist meine. Oh. Achtung! Ach, das ist das Schänder-Ding. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es ist lustig. Das schändet einfach die Gegner. Ach so, okay. Nein, ich meine, das guckt die halt an und dann werden die verrückt. Oh nein! Und kriegen Schaden. Sie werden angeguckt. Ja, das macht viele Leute verrückt. Sind quasi ein fliegender Paparazzi. Das, was Leon ist. Meins. Gib mir das. Ach so. Ich dachte schon, du hast es schon aufgehoben und ich habe es nicht bekommen. Nein. Ich habe nichts bekommen, weil es falsch war. Alter. Was? Wenn ich jetzt so ein... Irgendwas kommt, glaube ich. Ah, ich bin... Kannst du mal kurz zum Stein zurück? Ich habe ein Geheimnis gefunden, dein Ernst jetzt? Ja. Na dann. Bist du schon wieder runtergesprungen? Vielleicht. Nennen wir es Springen. Ja, warte kurz. Prioritäten gesetzt, verstehe. Oh. Ich wollte so die Meldung wegdrücken von dem Item. Und dann kam so, Spieler rauswerfen, ausschließen, Daikori. Was? Ich hab dir nichts getan. Ich hole dich jetzt sogar wieder. Naja. Klingt noch sehr beschäftigt da hinten, ne? Mhm. Aber offenbar weit genug weg, dass ich dich wiederholen kann. Ja.